Hallo, moin, moin, sagt gegrüßt, liebe Leute. LS22, nordfriesische Marsch natürlich. Brauerei ist jetzt das Thema. Ab in die Wand. Nein, schnell mal ein bisschen Paletten hier hinbringen. Ich habe hier wahnsinnig viele Paletten drauf. Das ist alles Malz. Gerstemalz, Weizenmalz, Hefe und Hirsemalz. Für alles ist mir auch ein bisschen. Wir werden dann wohl noch eine zweite Ladung holen, damit wir alles, was bisher in der Malzproduktion drin ist und was in dem Labor drin ist, wir den hier einmal hingebracht haben, und dann haben wir, glaube ich, relativ lange erstmal Ruhe bei der Brauerei und können Mengen an Bier brauen, sobald halt auch Strom geliefert ist, ne? Weil Strom fehlt jetzt noch, sollte jetzt aber eigentlich in der nächsten Ingame-Stunde hier ankommen. Leerpalette ist ein bisschen überschaubar mit nur 18.000 Liter, aber ansonsten wird das schon. So, Gerste, Weizenbier und Hirsebier, alles an. Ja gut, ganz bisschen Leerpalette ist auch noch drauf, sehe ich gerade. Das können wir dann noch überbringen. So. In der letzten Folge, falls ihr es nicht gesehen habt, in der letzten Folge, Leute, habe ich nochmal ein bisschen auf das Thema Kommentare hingewiesen. Würde mich freuen, wenn ihr aktiv am Start seid. Und wenn ihr euch irgendwas Geschicktes einfällt, zur Karte, zu Mods, was auch immer, schreibt gerne einen Kommentar, würde mich freuen. Und ja, ich sag mal, Panic PD ist sehr, sehr schnell. Auch ich antworte aber trotzdem auch meistens noch auf die Kommentare, nur meist ein bisschen später. Aber, ne? Alles wird gelesen und so gut wie alles wird auch kommentiert. Dafür schon mal vielen Dank. Und ich habe ein bisschen gespoilert zu NF Match. Kleiner Vorschau, Trailer, wie die Karte ungefähr aussehen wird. Und ja, wie groß sie ist, wie viele Felder sie hat, wie viele Hektar und so weiter und so fort. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut gerne nochmal rein. Und ich denke, nächstes Wochenende werde ich dann nochmal ein vollständiges Match-Map-Vorstellungsvideo fertig machen. Mit ein paar mehr Eindrücken von der Karte. Und ein paar Besonderheiten, wie was funktioniert. YouTube. So, nur noch Strom, ne? Dann haben wir es. Da fragst du mich was. Nach dem Motto, wenn, habe ich es eingerichtet vor 2 Monaten und mich dann nicht wieder drum gekümmert und dann auch verdrängt. Luzerneheu, glaube ich. Meine, ich hätte das irgendwo eingerichtet, aber meine nämlich schon. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das selber auch getestet habe. Das war eigentlich schon. Also war da nicht irgendwie das Problem, dass es dann doppelt angezeigt worden ist, wenn man das reingetan hat? Wolle hier, was machen eigentlich unsere Schafe? Nahrung haben sie auf jeden Fall genug, Wasser auch. Denen geht's gut. Auch in Wolle, ne? Sammeln wir hier so ein bisschen. Wir haben hier auch diese füllbaren Paletten, ne? Da sollen ja immer 10.000 Wolle reingehen. Ja. 130.000 haben wir. Ja, geht's auch mit Bayernfern auch. Ja. Also schon getestet und den Platz. 130.000. Wir werden auf jeden Fall noch Geld ausgeben, denn ich habe schon einen Vorschau-Mod mit am Start. Mit Erlaubnis vom Achim euch schon mal, ne, präsentieren zu dürfen. Nochmal pauschal, glaube ich, war es meine Idee und Achims Umsetzung. Und die Kombination funktioniert. Hervorragend. Und noch jemand anderes. Ich weiß gar nicht, von wem das Originalmodell ist. Das gucken wir uns aber gleich mal an. Also ich weiß es nicht genau, vielleicht weiß es Achim und kann es dann reinposten. Ja. Modell heißt schon mal, ne, also es wird bis etwas mal wieder im Fahrzeugbereich. Ist keine Produktion, aber wird dem einen oder anderen nicht jedem. Aber bestimmt auch noch mal ein bisschen Spaß reinbringen und ein bisschen Abwechslung. Wie, aber dafür, ja, wie gesagt, dafür muss noch ein bisschen umgebaut und gemacht und getan werden. Und das geht eben auch erst alles, nachdem die Öltypen neu benannt sind. Da haben wir das Beispiel der Umbenennung, hatte Achim vorhin schon im Stream genannt. Die Klappbrücke war cool bei dem Matchmap-Video. Jo. Die ist immer, also ich weiß noch nicht, ob das wäre auch nochmal eine Frage an Skriptexperten Achim, ob man das tatsächlich stundenmäßig geschickter steuern kann. Ich sag mal, bei uns im Dorf oder bei uns in der kleinen Stadt haben wir ja tatsächlich so eine Klappbrücke. Die klappt jede Stunde zum Beispiel mal auf. Auf der Matchmap ist es aktuell so eingestellt, die Brücke öffnet morgens um 8 für Autos oder für Trecker und schließt abends um 6. Und ist dann die ganze Nacht über eben halt nicht befahrbar. Das heißt, das bringt auch immer, das ist auch immer, soll auch ein Stück so bleiben. Das ist eben, macht dann was aus für die Planung, ne? Von wegen, weil in der Mitte sind die Zielhallen.
In der Mitte kann man hier Saatgut, Dünger und was auch ich einkaufen. In der Mitte ist der Fahrzeughändler und so weiter und so fort. Und ja, da kann man natürlich nicht immer hin. Manchmal will man auch eine Mission vielleicht auf einer anderen Insel machen. Und da muss man wieder gucken, schaffe ich das noch rechtzeitig zurück auf meine Insel oder nicht? Oder muss ich da übernachten oder nicht? Und wir haben es auch meistens so gespielt. Und das werden wir diesmal, glaube ich, auch wieder, hatten wir schon so anklingen lassen. Dass wenn, ich sag mal, ich fahre jetzt auf eine Insel von jemand anderes, weil, immer, ich da eine Mission machen will, dann muss ich dem pauschal eine kleine Brückengebühr bezahlen. So ist es. So haben wir das gemacht, haben wir mal, was ich, 1000 überwiesen oder so an den, an die Insel, an das Team, das auf der Insel heimisch ist praktisch, ne? Und ja. Man kann natürlich auch gucken, wenn auf der Insel bessere Verkaufspreise sind, lohnt sich das darüber zu eiern. Weil das auch ein Zeitfaktor ist, das ist eine Vierfachkarte. Und ihr wisst selber, eine Vierfachkarte von einer Ecke zur anderen zu fahren und dann wieder zurück, sind schnell mal 10 Minuten rum oder so, ne? Oder 8 oder was auch immer, je nachdem wie schnell man gut um die Ecken kommt. Das wird auf der Mitte schon nicht ganz so einfach, weil die Mitte ist schon ein bisschen fahrerisch anspruchsvoll mit Kreisverkehr, engen Straßen, enge Kurven, Bäume an den Seiten. Doch, Bäume wie in echt, nicht so viel Platz. Also mit einem Drescher und hier angebauten Schneidwerk wird man wohl keine Chance mehr haben. Sagte ja, genau, Brückengebühr, ne? Ein 1000er pro haben wir dann ja bezahlt. So. Ich glaube, wenn man geprellt hat, also nicht bezahlt hat, haben wir nachher doppelt, haben wir irgendwie Strafe gesagt oder so, ne? Irgendwie sowas hat man uns im 19er ausgedacht und das werden wir auch in dieser Version wieder machen. So. Aber ich habe außersehens, glaube ich, zu viel. Wir hatten es auch viel. Die neue Mitte, ein einziges Labyrinth, sagt Holger, ja. Ja, habt ihr schon mal noch mal ein bisschen geguckt Richtung Fehler? Habt ihr noch schlimme, gravierende, schwebende Bäume, was weiß ich, ein Objekt auf einer Straße, irgendwas Schlimmes gefunden? Also gemeldet worden ist mir jetzt noch nichts. Jetzt habe ich heute nicht E-Mails gecheckt, gestern auch nicht, aber dahin war jetzt noch nichts Schlimmes gemeldet. Also scheint die Matchmap gar nicht so schlecht geworden zu sein oder alle haben noch keine Zeit gehabt, mal reinzugucken. Nur an dem Samstagabend, wo wir die Match noch mal auf den Server geladen haben, um zu gucken, ob sie, ne, servermäßig läuft. Man kann sagen, jo, läuft servermäßig. Es gibt noch ein Problem mit dem Easy Development Control Mod in Zusammenwirken mit dem Revamp. Also, den kann man aktuell, also diese Kombination im, auf dem Server oder im gehosteten Multiplayer kann man aktuell nicht empfehlen. Also den Easy Development Control muss man rausnehmen. Oder es wird halt in den nächsten Wochen irgendwelche Updates dann noch geben für Revamp oder Easy Development, das muss man sehen. Ansonsten werde ich natürlich nochmal darauf hinweisen, dass man den Mod erstmal nicht nutzen sollte. Schon wieder offline, ja. Nope, das ist so nicht richtig. War es nicht richtig? Wie die Testet Wochenende, das ist gut. Hast du dich mit deinem Team jetzt abgefunden, oder? Ja, was war ja definitiv, also wir haben es ja getestet mit dem Revamp und dem Easy Development Control auf dem Server oder im gehosteten Multiplayer. Konnte man, wo man selber die, ne, das Ziel besitzt, nicht mit dem Anhänger abkippen. Jedoch konnte man mit dem Radlader in den Trigger oben reinkippen. Also das funktioniert. Wenn man den Easy Development Control nicht hatte, funktioniert da alles. Das ist ja im gehosteten Multiplayer getestet, wie auch auf dem Server getestet. Easy Development Control aus. Null Probleme, alles läuft. Easy Development Controls drinne, nichts läuft. Nur Probleme. Nein, nicht nur Probleme, ne? Aber das Problem halt, was schon ziemlich gravierend wäre, wenn man das Ziel nicht benutzen kann.
Oder man muss Giants austricksen. Also man, das scheint zu funktionieren, wie Achim gerade schreibt, wahrscheinlich durch Testen und Probieren oder durch irgendjemand, weil es irgendjemand getestet und gewusst hat. Man kann wohl das kaufen, speichern, Spiel beenden, Spiel wieder starten und dann könnte es funktionieren. Ja, auch das ist natürlich gut zu wissen. Kann ich dann so erstmal weitergeben, wenn man Easy Dev drauf haben möchte. Wenn nicht, dann eben nicht, ne? So, aber die Brauerei. Ja. Können wir mal reingucken hier. Brauerei ist aktiv. Ja, das hätte es ja. So. So, Brauerei, elektrische Ladung, 20 Stunden, also nächste Ingame-Stunde kriegt die Brauerei nochmal einen dicken Schwung Strom, dann ist sie gut versorgt. Die Argülle, ja, das ist halt, ne, 20 weitere steht da, das hört sich so an, oh Gott, was haben wir denn da wieder alles zu tun? Ich würde eigentlich jetzt sagen, dass wir noch ein bisschen Geld verdienen müssen für Ende November, damit wir auch im Dezember unsere Schulden tilgen können. Dann verkaufen wir vielleicht nochmal ein bisschen Zucker. Fisch dürfen wir wieder ein bisschen haben. Ach, die Zeltstoffe habe ich auch noch nicht. Aber oben mit 20 weitere, ich weiß nicht, was dabei alles reinkommt, aber wir können auch noch mal Papier und Karton verkaufen. Ja, Easy Development Control, pauschal zu sagen, gehört nicht auf den Spielstand. Naja, das würde ich jetzt so, ne, nicht unbedingt sagen. Ist natürlich klar ein Tool zum Testen, aber ist natürlich auch ein Tool, wo man praktische Funktionen vereint hat, die man auch mal so brauchen kann. Ne? Sei es mal fliegen für ein schönes Thumbnail, sei es natürlich ein Fahrzeug aus dem Graben zu ziehen, sei es schneller zu laufen. Ich weiß, es gibt auch für jedes noch wieder extra einzelne Mods. Ich bin aber eher der Freund, dann zu sagen, okay, ich habe einen Mod, der kann das alles, als dass man 3, 4, 5 verschiedene Mods hat, um halt diese Funktion schneller rennen, mal starker Bauer und so weiter alles abbilden zu können. Deswegen, man kann sagen, es wird nicht empfohlen, den zu nutzen, aber zu sagen, der gehört eh nicht darauf, das ist wieder ein bisschen, das ist wieder ein bisschen typisch Aachen übertrieben, ne? Jetzt. So, Papier, ja komm, 22.000 ist nicht viel, aber 5 Paletten und Karton, 10 Paletten wahrscheinlich. Oder, ja, 11. Und es müssen 11 gewesen sein, ich habe einen vergessen. Rechnen. Jetzt waren 45, nicht 50. Okay, berechnen kann und so. Muss los. Dann noch einmal ordentlich auf. Dann kann ich noch mal kurz gucken. Klopapier. Was ist denn Toilet Paper in Zukunft, oder? Klopapier, Toilet Paper wahrscheinlich, ne? Oder wie ist das zukünftig übersetzt? Klopapier. Kann gut, meisten, ja, Lidl. Haben wir noch irgendeine Fischsort? Ich meine, Fisch, es wird nicht viel da sein. Tut sich nicht viel. Tut sich nix. Weil die sind tatsächlich ziemlich identisch aktuell. Also könnten wir das Ganze auch noch mitnehmen. Dann haben wir nämlich einmal so viel verkauft, wie geht. Und dann müssten wir eigentlich schon gut gerüstet sein, ne? Dass wir genug Geld haben, unsere Schulden zu tilgen. 20% haben wir gesagt von den Vormonatseinnahmen. Und das ist ja dann auch durchaus realistisch. Ja, Toilet Paper. Ich glaube beim, wie ist das denn mit Karton? Ich habe ja Karton, glaube ich, auch Cardboard genannt. Ist das nicht auch nachher eine andere Bezeichnung? Cardboard war nicht irgendwas anderes, weil wir es nicht Pappe oder Karton, also ich, irgendwie war da auch, meine ich, irgendwas. Aber ist im Zweifel auch nicht so wichtig. So, 6 Paletten, das ist ja gar nicht so schlecht. Aber nice. Vielen, vielen Dank, Vinny, für den Support und angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Nächster Stream LS, natürlich am, also jetzt ist es noch natürlich, in den nächsten Wochen wird da ein bisschen viel durcheinander sein. Weil unterwegs, zwischendurch oder nicht rechtzeitig zu Hause, Shellys Geburtstag und so weiter und so fort. Also ne, in den nächsten Wochen muss man sich darauf einstellen, dass nicht regelmäßig sonntags ist, sondern vielleicht auch nochmal auf dem Freitagabend oder irgendwie nochmal ein Stream stattfindet.
Oder ich Donnerstag mal wieder eine halbe Stunde, Stunde früher anfange und dafür vielleicht den Montag Reformationstag oder was auch immer abends noch streame. Das weiß ich noch nicht, kündige ich den an. Aber jetzt diesen Sonntag ist auf jeden Fall nochmal Stream. Aus YouTube-Sicht heute Abend. Und Montagsabend, bis auf weiteres, das wird jetzt auch nicht auf Dauer sein, aber ein paar Mal, werden wir Multiplayer-mäßig den Bausimulator, Construction Simulator im Stream spielen. Also wenn das was für euch ist, auch da gerne mal reinschalten, im Livestream dabei sein. Ansonsten Folgen dazu kommen überwiegend um 10 Uhr auf YouTube dann innerhalb der Woche. So, ab zum Baumarkt und ab zum Lidl, ne? Dann haben wir das alles. Achso, ich könnte eigentlich auch noch Zucker mitnehmen. Oder wir sparen uns das für nächstes Mal, weil eigentlich dürfte das schon genug Geld sein. Cookies war falsch. Kekse. Also nur Kuchen. Cake. So, Leute, dann holen wir uns das Geld, was wir brauchen, um die Schulden zu tilgen im Dezember. Und dann sind wir eigentlich im November durch fast, ne? Dann können wir schauen, dass wir unsere Produktion oben einigermaßen bedient kriegen weiter. Wird auch mal auf mal 5 oder so gehen, damit wir ein bisschen Zeit vorankommen. Und ich glaube, dürft mich gerne nochmal verbessern, falls ihr noch irgendwas wisst, was ich noch machen wollte, musste, was auch immer vom Winter. Auf Feldern. Schreibt's gerne rein. Ich hab's, weiß ich jetzt gerade nicht. Eisbär, ich war letzten Montag dabei und hab mir das Game auch gehört. Okay, macht Spaß dann. Wie ist dein Feedback? Cookies werden jetzt Bakery Product oder auch Backwaren. Werden jetzt Bakery Product, okay. Und das andere war Cake oder was, ne? Ja, das reicht locker an Geld. Wir hatten ja bisher erst knapp 300.000 Einnahmen. Wenn wir gleich bei 600.000 Einnahmen, 20% davon. Fast nix. Genau, Cake ist der Kuchen. So, dann sind wir vielleicht bei 700.000 Einnahmen, wo wir nachher 20% davon tilgen. Also 140.000, der Rest ist unsers. Aber das Geld brauchen wir auch. Denn ich habe es gerade eben schon mal anklingen lassen. In der nächsten Folge werden wir uns ein neues, noch nicht öffentliches Fahrzeug zeigen. Muss ich mal ein bisschen spoilern, auch wenn es immer nervig ist. Ich bin ja sonst einer, der zeigt in der Regel nur irgendwelche anderen Mods, wenn sie dann auch verfügbar sind. Aber hier ist es noch so brandaktuell und noch im Test, dass es noch nicht veröffentlicht werden kann. Und da die Marge, wie gesagt, noch Übersetzung erhält, sprachentechnisch, kann man da eben auch noch nicht. Komposter braucht Diesel. Kann man da jetzt eben noch nicht das vorab veröffentlichen. Deswegen, das wird dann mit dem nächsten Update kommen. Oder halt, ja, nach dem nächsten NF Marsch Update macht es wahrscheinlich am meisten Sinn. Und dann werde ich es speziell auch nochmal zeigen. Dude. So. Ansonsten hat keiner was im Livestream oder auch in den YouTube-Kommentaren. Schreibt es gerne rein. War noch feldarbeitmäßig irgendwas zu tun? Nö. Also den Flug müssen wir da vorne scheinbar nochmal retten. Der hängt da. Der hat die letzte Runde nicht gemacht. Ansonsten. Okay, das ist doch ganz gut. Und dann müssen wir halt oben an den Bedürfnissen arbeiten. BGA, Zuckerrübenschnitzel, ich glaube nicht, dass sie. Dass es da viel gibt. Was ist denn hier? Stopp, der muss doch noch eine Runde machen. Aber er wird hier vorne gleich wieder anhalten. Das kann ich mir auch vorstellen.
doof. Deutsch raus, Englisch rein. Ja, ganz genau. Das nur wegen irgendwelchen internationalen Geschichten. Ich sagte auch immer, Karte ist Deutsch, ich bin Deutsch. Ich kann überwiegend nur Deutsch. Ich kann mich Englisch unterhalten, aber Englisch richtig schreiben ist ein Problem. Und ich habe mir nie die Mühe und Arbeit gemacht, das alles akribisch auf Englisch rauszusuchen. Und wie gesagt, ne, da haben wir jetzt Achim für, der sich da jetzt ein paar Stunden für aufopfert, das zu machen. Und darauf auf Bock hat. Ich sag mal, spieltechnisch im ersten Moment merkt man nachher nichts. Aber vielleicht nachher später übergreifend kann das schon mal nochmal zu merken sein. Und es ist eben auch so, wenn jetzt andere Karten auch vergleichbare Fülltypen haben wollen, können sie sich daran orientieren und die genauso nennen, wie die ich eben schon hier oder jetzt Achim auf Englisch genannt haben. Das ist eben dann auch der Vorteil. Das war ja auch schon im 19er so. Ich war ja nicht pauschal gegen die Initiative. Ich fand es nur immer ein bisschen unglücklich. Na gut, internationaler Titel. Ich meine, wir waren, also LS war mal nur ein deutscher Titel, aber ist natürlich über die Jahre gewachsen. Beim internationalen Titel. Und international ist nun mal die meiste Sprache in der Programmierung Englisch. Und dementsprechend muss man sich denn dem beugen. Ist auch nicht pauschal schlimm. So. Ich denke, wir haben so viel Geld, wir können wieder Diesel tanken. Ich werde also wieder den Flüssigkeiten-Trailer ankoppeln, wieder zur Tanke fahren und mal gucken, ob wir wirklich für 50.000 Liter, also ob wir wirklich 3 Euro zahlen, weil eigentlich sollten wir nur 2 Euro Passagierquetsche zahlen. Kursplay fängt nicht mehr immer beim ersten Punkt an, okay. Deswegen waren da noch welche übrig. Obwohl, das aber jetzt ja das Nachgewende, ne? Also das, wir sind ja auf Flüssigkeiten, habe ich gesagt, ne? Wir sind auf Bahnen angefangen. Wir können bestimmt auch demnächst nochmal Ziviermittel verkaufen. Freuen wir uns auf den Tag, wo wir eine volle Trailerladung Ziviermittel verkaufen dürfen. Nach dem Motto 50.000 Liter A6000 pro Liter, zack. 100.000 oder so für Siliermittel. So. Ja, wie gesagt, das kann man sagen. Da steckt auf jeden Fall nachher einiges an Stunden Fleißarbeit drin, das alles zu übersetzen. Aber auch natürlich Ahnung von Computerprogrammen, wie man Computerprogramme am besten für sich nutzen kann und auch programmieren kann, damit sie das tun, was man nachher möchte. Eben auch in Bezug auf Savegame umschreiben, weil es natürlich nicht, sagte ich auch, wir können nicht irgendwie so viel ändern, dass man sein Savegame dadurch unbrauchbar macht, alle Fülltypen, die es gibt, sondern dann braucht man halt ein kleines Programm, mit dem man, wo man sein Savegame einmal durchjagt und das Savegame dann umgeschrieben ist auf die neue englische Bezeichnung der Fülltypen, damit man es alles nicht merkt. Ne? Die Verkaufsstation, all das, die auf der Karte drauf sind, die platzierbaren aus der Produktion, alles ist ja eine ganze Menge, was da umgeschrieben werden muss. Ja, wir hängen wieder an der Tanke fest. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und in der nächsten Folge gibt es noch was Neues. Bis dann, vielen Dank und tschüss.